So, ich darf Sie als Direktorin des Museums Rietberg ganz, ganz herzlich begrüßen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, es ist großartig, dass so viele an diesem strahlenden Frühlingstag den Weg hierher gefunden haben. Es hätte Alternativen gegeben, aber ich glaube, wir haben ein ganz spannendes Gespräch und schönes Gespräch vor uns. Ebenfalls sehr, sehr herzlich willkommen heißen möchte ich natürlich meinen Gesprächspartner, Eberhard Fischer, am heutigen Nachmittag. Ich freue mich sehr, lieber Eberhard, dass du hier bist und dass wir über die Kunstethnologie der 60er und 70er Jahre sprechen können. Eberhard, das wissen Sie und das wisst ihr natürlich alle, hat die Geschicke des Museums über 20 Jahre geleitet. Aber heute ist er vor allem hier als Kunstethnologe und als Fotograf der herrlichen Aufnahmen, die oben in der Ausstellung zu sehen sind. Es sind Aufnahmen, die er als junger Mann in der Zeit vor dem Museum Rietberg in den 60er und 70er Jahren aufgenommen hat. Er hat begonnen, als er 18 war, als Assistent seines Vaters Hans Himmelheber und hat daran angeschlossen, eigene Forschungen in Westafrika und später in Indien, wo er unter anderem im Auftrag des National Institute of Design gearbeitet hat. Und das sind ja die Aufnahmen, die wir oben sehen können. Und die Ausstellung führt uns, oder der Titel der Ausstellung, führt uns eigentlich direkt ins Zentrum dessen, worum es heute gehen wird. Kunst im Blick. Das ist mit Bedacht ein Ausstellungstitel gewesen, der eigentlich eine Doppelbedeutung hat. Zum einen geht es um die Frage, was du im Blick hattest, als du fotografiert hattest, als du die Kamera genommen hattest, als du dokumentiertest. Was hat dich interessiert? Was war eigentlich dein Kunstverständnis? Was hast du ausgewählt? Und das Zweite ist der zweite Sinn ist eben, wie du die gesehen hast, die Objekte. Wie hast du auf die Dinge geschaut? Wie hast du sie wahrgenommen? Was hat dich daran interessiert? Und speziell jetzt bei der Fotografie natürlich, welche Bedeutung hatte dann auch die Kamera als Instrument, um eben diesem Wie Rechnung zu tragen, als dokumentierendes, aber auch als ästhetisierendes Instrument. Ich selber bin unglaublich glücklich, dass wir diesen Blick auch zurücktun können mit dir, denn wir gucken hier auf eine Zeit zwischen 1960 und 70, in der das, was wir heute als Kunstethnologie verstehen, eigentlich noch nicht einmal richtig definiert war. Und darüber wirst du, glaube ich, eine ganze Menge sagen. Es ist für uns natürlich auch, oder für mich ganz besonders, eine große Freude, mit dir quasi diesen Blick zurückzutun. Denn es hat sich seit den 60er Jahren natürlich enorm viel getan. Und vieles von dem, wie du auch Kunst betrachtest, ist natürlich auch eingeflossen in die Arbeit des Museums und prägt etliche unserer Ideen und Gedanken bis heute. Und da noch mal an die Wurzeln gehen zu können mit dir gemeinsam, ist eine große Freude. Ich glaube, wir können gleich starten. Und ich würde gleich starten mit einer Frage, die mich eigentlich, als ich die Ausstellung zum ersten Mal installiert gesehen habe, gleich beschäftigt hat. Und zwar dein Kunstbegriff, dein Kunstverständnis. Wir sehen Objekte, die wir auch im Museum haben, Masken, also klassische afrikanische Kunst, und dann sehen wir aber auch Textil und sogar eine Nudelpresse und einen Stuhl. Eine große Spanne, und ich würde dich gleich fragen, lieber Eberhard, vielleicht kannst du etwas zu deinem Kunstverständnis sagen, das du in der damaligen Zeit, was dich geprägt hat und auch wer dich dabei beeinflusst hat. Ja, danke vielmals für die freundschaftliche Einleitung. Mein Kunstverständnis 1960. Ich möchte erst einmal vorausstellen, das ist über 60 Jahre her. Und ich war sehr jung damals. Um mein Kunstverständnis ein bisschen Ihnen klarer zu machen, möchte ich doch vielleicht noch mal ausholen, den familiären Hintergrund, den ich gehabt habe. Ich bin also in einer, ich würde sagen, sehr gebildeten oder auf Bildung wertlegenden bürgerlichen Familie in Heidelberg aufgewachsen. Heidelberg als Universitätsstadt war anregend, mit Theater und allem drum und dran. Meine Eltern waren sehr, wie ich vorhin schon mal gesagt, kulturbeflissen. Und mein Vater als Kunstethnologe war natürlich jemand, der sehr prägend in meinem Leben eine Rolle gespielt hat.
ich würde auch nicht unterschätzen den Einfluss, den damals zwischen 60 und 65 auf mich gehabt haben, drei Personen aus meinem ganz persönlichen Umkreis. Das erste war mein Zeichenlehrer in der Schule, der, die einen oder anderen wissen das, zum Beispiel diesen Mainsees im Unser-Lohnetal besessen hat, den ich übernommen habe, Owiger. Und der mir eigentlich als Künstlerpersönlichkeit fast wichtiger war als das Technische, was er mir an verschiedenen Arbeitstechniken im Zeichnen und Malen beigebracht hat. Die zweite Persönlichkeit, die mich damals auch durchaus sehr beschäftigt hat, war Silvio Siermann, ein Keramiker, der außergewöhnlich schöne Glasuren und sehr präzise Arbeiten auf der Drehscheibe gemacht hat, die stark an tankzeitlicher Keramik letztlich angeglichen waren. Und das dritte war meine in Heidelberg kennengelernte Freundin aus der Basler Zeit, an Cordelia von den Steinen, eine Bildhauerin, die, als wir in Basel studiert haben, dann bei Marino Marini in Mailand ihr Diplom gemacht hat. Das sind alles drei sehr unterschiedliche Künstlerpersönlichkeiten gewesen, von denen ich vielleicht mehr Lebenserfahrung oder ein Bild von der Künstlerpersönlichkeit bekommen habe als durch das Studium. Der große Einfluss in mein Leben ist im Grunde das Jahr 1960, als mein Vater mich nach Afrika mitgenommen habe. Ich habe ihn jetzt extra für heute ein paar Bilder auch zusammengestellt, damit ich nicht nur erzähle, damit Sie auch mal ein bisschen sehen, was wirklich was es zu sagen gibt. Ja, das ist gut. 1960 durfte ich meinen Vater nach Liberia, nach Liberia in das Dorf Nyor Diable begleiten. Und ich habe dort als Auftrag gehabt zu filmen, wie afrikanische Schnitzer Masken herstellen und wie diese Masken nachher auftreten. Ein Resultat dieser ersten Reise war ein Bericht von 100 Seiten, der im Bessel-Archiv in Berlin, dem Organ des Museums für Völkerkunde in Berlin damals, herausgekommen ist, Künstler der Dan. Und das war das, was vielleicht die Erfahrung dieser Künstler der Dan, dieser vier Persönlichkeiten, Tamesi, Tompieme und Son, das hat mein Verständnis von der afrikanischen Kunst sozusagen von Anfang an geprägt. Ich habe das nicht später mir erst sozusagen angeeignet, sondern durch diese Erfahrung, die ich Ihnen jetzt zeigen werde, ist eigentlich mein Kunstverständnis für die außereuropäische Kunst in einer, wie soll ich das fast sagen, ja, in einer ganz großen Begeisterung im ersten Moment in Erscheinung getreten. Wenn Sie ein solches Bild sehen, das ich 1960 als 18-jährig aufgenommen habe, da sehen Sie, wie ernsthaft ich damals den Ernst dieser Künstler wahrgenommen habe und wie viel das mir damals auch gleich bedeutet hat. Sie sehen, der Mann hat eine Maske geschnitzt und nun hält er sie auf eine Distanz, um die Gesamtkomposition, die Einzelheiten wahrzunehmen. Und der Gesichtsausdruck verrät ihn vielleicht, mit welcher Ernsthaftigkeit das eben geschehen ist. Meine Aufgabe war zunächst einmal eigentlich rein das Technologische aufzuzeichnen. Wie wird geschnitzt, was für Holz wird verwendet, was das Resultat davon. Und Sie sehen an diesem Beispiel von dieser Seite aus meinem Buch, wie präzis, wie wohl überlegt hier gearbeitet wird. Das ist nicht irgendwie ein Gebastel oder ein Herumschnitzeln, sondern es ist ein sehr gekonntes, technologisch verfeinertes Verfahren, wie eben aus einem Steg hier plötzlich die Augen herausgearbeitet werden. Da wird mit primitiven, Entschuldigung, einfachen Werkzeugen eine höchste Leistung erbracht. Wesentlich war für mich aber auch das menschliche Umfeld dieser Schnitzer. Das hat sich alles
organisch ergeben. Das war nicht vorausbedacht. Wie gehen Kollegen miteinander um? Wie geht der Meister mit seinem Schüler um? Wie wird Wissen weitergetragen? Wie wird kritisiert? Ganz zufällige Dinge haben sich ereignet, wie zum Beispiel hier, dass Tom Pirmé beim Schnitzen seine Tochter neben sich mehrfach angeschaut hat. Und als ich dann darauf eingegangen bin, hat er gesagt, er schaue einfach seine Tochter genauer an, weil er noch nie einen Mädchenkopf geschnitzt habe. Und wie da plötzlich die Züge oder Details von den Zügen dieses Mädchens in dieses geschaffene Bild dieses Meisterschnitzers eingeflossen sind. Und auch wieder 3 Jahre später, derselbe Mann hat wieder einen Kopf gemacht. Natürlich haben sich diese Details ein bisschen verschoben, aber das, was er einmal in sich aufgenommen hat, an Proportionen, an Lippenbildung seiner Tochter, ist in gewisser Weise in diesem späteren Werk nachher auch wieder geschehen. Auffallend auch etwas, was ich schon auf der 60er-Reise beobachten konnte, ist, wie stark diese Schnitzer auch mit ihrem eigenen Bildnis, mit ihrem eigenen Gesicht arbeiten. Wie er abgegriffen hat, die Proportionen seines Gesichtes, um zum Beispiel die Maskengröße festzuhalten. Derselbe Tame hat mal für mich eine Messingfigur gegossen und da hat er seine Hand gefaltet, als er eine solche Hand modelliert hat und das angeschaut. Vergessen Sie nicht, es gibt keine Spiegel in dieser Kultur. Deswegen ist das Selbstbildnerische viel weniger als bei uns in der europäischen Kunstgeschichte durch den Spiegel initiiert und möglich geworden. Oder wir sehen den Tom Pirmé im oberen Bild, wie er seinem Lehrling ins Gesicht guckt, um das Ohr noch mal genau anzuschauen, wie so ein Ohr eigentlich auch in einer abstrakten Form nachher gestaltet sein soll. Erst auf der zweiten Reise, als ich allein noch mal nach Diable kam, im Jahr 1963 von Basel, vom Völkerkundemuseum aus geschickt, habe ich dann zusätzliche Fragen gestellt. Dann war aber mein Aufsatz schon erschienen. Deswegen ist das jetzt nicht aus der ersten, sondern aus der zweiten Reise. Und da habe ich mich auch mutiger gefühlt und den Tame zum Beispiel gefragt, welche ist eigentlich ihrer Meinung nach die schönste Frau des Dorfes? Ich wollte sein Schönheitsideal herausfinden. Und er hat gesagt, Madame Delair. Und hat dazu noch gesagt, war einmal die schönste Frau des Dorfes. Aber als ich mich dann bei Frau Delair angemeldet hatte, um ein Porträt von ihr nehmen zu können, da hatte sie sich, wie man auf dem Bild sieht, sehr schön nicht nur gewaschen, sondern auch eingeölt, die Haare gemacht. Und sie war nun wirklich eine sehr schöne Frau, nicht nur für lokale Verhältnisse. Als der Tame dann gefragt wurde, was eigentlich die schöne Frau auszeichnet, dann hat er eigentlich vor allem auf die Augen aufmerksam gemacht und hat gesagt, eine schöne Frau hält die Augen leicht geschlossen, um, da hat er so eine Bewegung gemacht, über die Begierden der Männer hinweg zu sehen. Sie sehen das durchaus in dem Gesicht und Sie sehen dasselbe auch wieder in dieser Maske, die keine Frau darstellt, sondern ein Geistwesen, aber ein feminines Geistwesen, ein nicht aggressives, schönes Geistwesen, das die Leute, die Dorfbevölkerung auffordern soll, zu spendieren. Wenn Sie die beiden Bilder miteinander vergleichen, dann sehen Sie, dass die Lippenform durchaus auch vergleichbar ist von dieser als schön empfundenen Frau. Und wenn Sie ins Rietberg-Museum rübergehen, schauen Sie sich mal bei anderen Masken an. Afrikanische Lippen sind häufig so, wie sie da dargestellt sind. Aber bei den Guro zum Beispiel haben sie ganz zierliche kleine Lippen. Und das ist das Nachbarvolk linguistisch nah verwandt mit den Dan. Diese Maske, die ich Ihnen daneben zeige, ist vom Schnitzer Tame, wahrscheinlich so in den 40er Jahren geschnitzt und verziert mit diesem Perlenband. Achten Sie darauf, das ist eine ganz symmetrisch aufgebaute Maske.
Die Stirnnarbe ist da stark hervorgehoben, um die Symmetrieachse zu betonen. Sie sehen die etwas verhauene Nase, die bei ihm ein bisschen knubbelig ist und dann zusammenläuft. Aber vor allem vorzüglich gearbeitet ist der Mund mit der fast gleich großen Oberlippe und Unterlippe. Wir müssen uns klar sein, der kritische Blick, den haben diese Schnitzer auf ihr eigenes Œuvre durchaus. Und selbstverständlich kann jeder Schnitzer sein Werk von dem eines anderen Schnitzers unterscheiden. Ich glaube auch ganz wesentlich ist, dass diese Schnitzer miteinander kommunizieren, dass sie ihre Werke besprechen, dass sie sich kritisieren. Wie weit sie sich in die Öffentlichkeit kritisieren, wissen wir nicht. Aber jedes neu geschaffene Werk, auch wenn es auftritt als Maskengestalt, wird besprochen. Es ist also nicht wie ein Löffel, den man austauscht, der kaputt gegangen ist, von dem man beim Schnitzer einen neuen machen lässt. Der wird nicht besprochen. Das ist ein Gegenstand, ein Gerät, Zeug. Während eine Maske ist ein Werk, in dem mehr in Erscheinung tritt als nur diese Form. Da komme ich später vielleicht, wenn das Gespräch es erlaubt, nochmal zurück. Wichtig ist in diesem Zusammenhang für mich gewesen, das Umfeld für diese Schnitzer muss stimmen. Je mehr Kollegen vorhanden sind, desto intensiver wird ein Gespräch, desto mehr Kritik wird es geben, desto mehr ist auch künstlerische Energie lokal vorhanden. Diesen Schnitzer habe ich entdeckt, schon 1960, als ich eine Woche lang durch den Urwald zog, um Schnitzer zu finden. Und den habe ich gefunden, Saint in Urbier. Und dieser Schnitzer wurde als erwachsener Mann, er war damals Schmied seines Dorfes, von dem berühmtesten Schnitzer der Region, Sra, angestellt. Der Sra konnte nicht mehr selber schnitzen, sondern bat den Schmied, ihm sozusagen den Deckel zu führen. Und der Meister sagte, wie er schnitzen sollte. Und dann hat der Saint angefangen, sehr viel selber zu schnitzen. Und hat einen ganz eigenen Stil entwickelt, aber den fast kopienmäßig durchgezogen. So wie dieses Œuvre, was ich damals in Tapita und in zusammenstellen konnte von ihm, aus verschiedenen Sammlungen, auch nicht alle aus derselben Zeit. Aber Sie sehen, die Köpfe zum Beispiel von der Figur und dem großen Löffel sind praktisch identisch. Die beiden Masken sind identisch und der Kopf von dem Löffel kommt auch noch mal bei dem Spielbrett da unten. Ich habe damals schon geschrieben, der Saint kopiert sich selbst. Das ist seine Art der Darstellung. Letztlich ist das fast nur noch ein Gerät, ist das kein Kunstwerk mehr geworden, weil es eigentlich keinerlei emotionale Äußerung des Künstlers darin enthält. Zum Abschluss noch zwei Bilder. Sie sehen hier einmal Reihen, die ich damals 1960 zusammengestellt habe aus Vaters Sammlung von Dahnmasken. Und Sie sehen, das ist alles ein Typ. Typ, lächelndes, weibliches Gesicht. Alle dieselbe Maße und die große. Aber welche Variationsbreite gibt es da? Die sind nun nicht geordnet. Man könnte nach Kriterien, die nun heutzutage ordnen, man könnte sagen, von abstrakt zu realistisch, man könnte sagen, von schwach zu markant und so weiter. Da gäbe es sehr verschiedene Arten, das zu organisieren. Man könnte auch sich überlegen nach Qualität. Und das ist nachher das, auf das ich später noch mal zu kommen möchte. Hier zwei, einfach um Ihnen zu zeigen, auf was achte ich, wenn ich solche Sachen anschaue. Zum Beispiel, Sie sehen, dieser Mund ist eine Maske vom selben Schnitzer, die wir vorhin gesehen haben. Aber da ist die Nase meines Erachtens sehr viel präziser gearbeitet worden. Da ist für mich Realismus und Abstraktion in einem sehr wohlgewogenen Verhältnis. Bei der Maske da drüben, die mein Vater besonders geschätzt hat und Barbara und mir zur Hochzeit geschenkt hat, da sehen Sie, da ist die Eleganz viel weiter noch getrieben. Wenn Sie hier wie die Lippe zur Kante übergeht oder wie die Nasenspitze und die Nasen, äh, die, die äh,
Hüstern abgesetzt sind, wie das ein Wechselspiel zueinander gibt mit dem knappen Kinn. Das ist fast für mich schon wieder manieriert. Ja, so viel mal hierzu. Mhm. Wenn Sie das mal zusammenfassen, was ich da gelernt habe, so ist erstens mal festzustellen, wie wichtig doch das Individuelle der afrikanischen Maskenschnitzer gewesen ist. Es ist sehr viel größer als in der damaligen Literatur, eigentlich auch noch bis in die Literatur heutigen Zeit fast immer zugegeben wird. Ich glaube, es ist wichtig, sich klarzumachen, dass beim Produzieren die Arbeiter, die Bildhauer sehr angespannt sind, emotional involviert sind. Natürlich machen die Schnitzer Werke in einer bestimmten Tradition. Sie müssen verständlich sein, wenn sie die Motive wiedergeben. Aber sie haben dabei eine starke emotionale Anteilnahme. Und ich habe dann vielleicht mal die eindrücklichsten afrikanischen Skulpturen lassen die Fähigkeit ihrer Bildhauer erkennen, sowohl diejenigen Formen zu produzieren, die erwartet wird, als auch ihr Werk während des Schaffens durch Intensität ästhetisch aufzuladen, durch die Einwirkung von visuellen Erinnerungen und durch eigene Beobachtungen. Das scheint mir ganz wesentlich. Das ist Teil dessen, was das Werk von einem Gegenstand, den Martin Heidegger jetzt Zeug nennen würde, unterscheidet, den dieses Objekt zu einem Kunstwerk macht. Und es scheint mir wesentlich klar zu sein, dass in Erscheinung tritt das eben auch dadurch, dass es Aufsehen erregt, dass man darüber spricht. Das ist jetzt ganz naiv ausgedrückt, das, was Martin Heidegger zum Beispiel jetzt als die Wahrheit, die im Werk in Erscheinung tritt, bezeichnen würde. Also das ist jetzt sozusagen der Teil, den ich Ihnen vorausstellen wollte als meine Erfahrung vom Kunstwerk. Jetzt bin ich aber doch etwas erschrocken. Denn es geht noch mal weiter, wenn ihr erlaubt. Genau, sonst würde ich vielleicht, ja, gerne. Sonst habe ich, mal, das genau, ist ich schließe dann gleich danach an. Aber es scheint mir einfach auch wesentlich, dass Sie den ersten Teil irgendwie... Das ist die Basis, mit der ich angefangen habe. Und jetzt, später kommt auf diese Basis ein neuer Kunsterlebnis dazu. Und das handelt sich jetzt um indische Malerei. Das zweite wichtige Gebiet, mit dem ich mich beschäftige. Und da gibt es zwei wichtige Ausstellungen, 1990 im Riedberg-Museum, Pari Meister. Und Sie hören auch da wieder Meister, Meister, Meister. Und Sie sehen da drüben Masters of Indian Painting, zweibändig damals, 2011. Ganz kurz, vorhin haben wir afrikanische Schnitzer gesehen, jetzt sehen wir indische Maler des 18. Jahrhunderts vor allem, die mich interessiert haben, die Wandbilder gemacht haben. Und Barbara und ich, wir sind diesen Wandbildern vor allem in Nordindien nachgereist und haben möglichst viel versucht zu finden, zu dokumentieren. Und sie haben Serien geschaffen und sie haben Einzelbilder geschaffen. Das sind Malereien. Pigmentmalereien, also Pigmente, die wie Wasserfarben ähnlich verwendet werden, aber häufig in mehreren Schichten angelegt sind. Um Ihnen ein bisschen autobiografisch was erzählen, Professor Goswami kam seit 1974 ins Riedberg-Museum und ich habe von ihm eigentlich die Basis gelernt, wie man Bilder anschauen soll. Und wir hatten damals von Alice Bohner die ersten Bilder als Leihgaben. Und ich hatte dieses Bild, das in dem Katalog von Alice Bohner von Robert Skelton als Farbbild abgebildet war. Also es sind nur ganz wenige Farbbilder darin gewesen. Alle anderen sind schwarz-weiß gewesen. Also Robert Skelton muss das als besonders Wichtiges angesehen haben. Ich bin ihm brav dabei gefolgt. Und als ich Brijendra Goswami gefragt habe, was er zu dem Bild findet, sagte er, it's fair. Now, it's fair bedeutet, es taugt nicht sehr viel, aber das sage ich dir nicht so direkt ins Gesicht. Und da bin ich erschrocken und habe gedacht, hey, da muss ich aber jetzt noch lernen, den Unterschied zwischen fair und wirklich gut. Und das ist nun ein Prozess gewesen, zu dem ich sehr dankbar bin.
Und ich zeige euch jetzt ein Bild, was ganz neu in mein Bewusstsein getreten ist, was ich jetzt finde, das ist nun wirklich meisterhaft in dieser Zeit gestaltet worden. Da gibt es jetzt verschiedene Dinge, die mich einfach packen. Zum Beispiel die Komposition dieses Bildes. Wenn Sie diese Z-förmig angelegte, mutige Außenmauer da sehen, wie ins Zentrum dieses Bildes fast dämonisch dieses Tor reingesetzt ist, dieses schwarze Tor, aus dem ja die Leute herausgetreten sind, aber vielleicht gar keinen Zugang mehr, kein Zurück mehr gibt. Geschichte ist vielleicht ganz kurz erzählt. Ich kann nicht voraussetzen, dass Sie alle verstehen, was da dargestellt ist. Sie sehen im oberen Teil hier einen sehr wild dreinschauenden Vishwamitra, einen Rishi, der gekommen ist, um vom Fürsten die beiden unter 16-jährigen Knaben abzuholen, Fürstensöhne abzuholen, die ihm helfen sollen, mit ihren Pfeil und Bogen Dämonen im Wald zu vernichten. Und der Vater hat sich erst gesträubt und hat dann aber doch zustimmen müssen. Und nun sagen die Knaben nehmen Abschied von ihrem Vater und von ihrer Mutter. Und auf der anderen Seite, schon da im Freien, außerhalb dieses Tores, nun in die Wildnis eingehend, die beiden Knaben, die ihrem Präzeptor folgen. Und im Hintergrund das Stadtgeschehen, das praktisch nichts aufnimmt, was da wirklich geschieht. Wenn Sie nun hier schauen, wie liebevoll diese Mutter ihrem Söhnchen Adieu sagt, wie schön der Körper von dieser Frau auch gemacht ist, wie der Vater ängstlich, aber kühl Abschied nehmen muss von seinem Sohn und wie der Rishi nun wirklich eine Urgewalt darstellt mit seinen Locken und diesem unglaublich schön gemalten Bauch, der in ein Leopardenfell, in ein Antilopenfell mit den Füßchen dran noch ist und seinen Wanderstab in der Hand trägt und nun davon gehen wird mit den Knaben. Das ist exzellent. Da ist ganz viel wirklich emotionelle Erfahrung in das Bild eingeflossen, beobachtet, wie eine Mutter Abschied nimmt, während, wenn wir noch mal da zurückgehen, Sie jetzt plötzlich sehen, wie hart die Umrisslinien hier eingezeichnet sind, wie wenig in den Gesichtern wirklich an Menschlichkeit in Erscheinung tritt, wie das Ganze vor einen Vorhang, der wie ein Theatervorhang wirkt, aufgehängt ist, wie die Buben da unten zwar hindeuten, aber eigentlich nicht wirklich etwas Intensität entwickeln. Dargestellt ist nebenbei, wie der kleine Krishna, als die Mutter abgelenkt ist, aus dem Butterfass Butter klaut und die Frauen sich im Hintergrund unterhalten. Das ist nicht schlecht gemalt, aber es mangelt jegliche Intensität von einer eigenen Erfahrung, die im Hintergrund sich aufgestaut hat. Und nun, aber vielleicht in dem Bild, dem Ramayana-Bild, was vielleicht etwas ganz Besonderes an diesem Bild ist, dass wir im Hintergrund diese Stadtszene haben. Sie sind sich im Klaren, das Bild ist so groß, das ganze Bild, gell? Das, was wir jetzt sehen, müsste für eine Postkarte vergrößert werden. Da sehen Sie nun plötzlich ein Stadtleben aus der damaligen Zeit und wie die Männer da sich unterhalten. Aber das ist winzig, solche Sachen. Das ist also wirklich so groß, wie da die Leute sitzen und ausschließlich Männer. Aber das Erstaunlichste ist dieser Zwiebelverkäufer hier, der da sitzt, vor sich hin dusselt und hier am Boden seine Waage hat, die ausgebreitet am Boden liegt, die nun wirklich in einem Erfahrungswesen, nach einer Erfahrung gemalt ist, was wir in indischer Malerei ganz selten haben. Denn das lernt man nicht. Man lernt eigentlich, indem man kopiert, indem man wiedergibt, was man in der älteren Generation gelernt hat. Ich glaube... Genau, ich hätte da... Darf ich, oder willst du noch eine Sache? Anknüpfen, weil ich, was ich unglaublich schön fand, eigentlich an den beiden, deine Erfahrung in Westafrika und in Indien, ist eigentlich, wie du gestartet bist, dass du vier
Persönlichkeiten genannt hast, die dich geprägt haben. Dass du eingegangen bist oder gezeigt hast, wie du vor Ort warst, wie du genau beobachtet hast, wie du hingehört hast, wie du gefragt hast, wie du neugierig warst auf individuelle, also persönliches Können, wie die Prozesse sind, das künstlerische Machen. Das knüpft ein bisschen an, was du am Anfang sagtest, diese Persönlichkeiten, die dich ganz am Anfang geprägt haben, das waren ja Künstler, das waren ja nicht, du hättest ja auch sagen können, das waren Akademiker oder das waren Professoren oder Wissenschaftler, Lehrstuhlinhaber. Das war in dieser Zeit sowieso, das kannst du ja gleich nochmal erzählen, war ja, das Feld war noch ein bisschen undefiniert. Aber was ich wirklich besonders schön finde oder interessant finde, ist, ich habe ja auch Kunstgeschichte und Ethnologie studiert mit Schwerpunkt Afrika. Und damals war einer meiner Referenzbücher war Kunst in Afrika von Werner Schmalenbach, wo es um Stilvergleiche ging, um letztlich einen sehr musealen Zugang, ganz stark auf die Moderne des 20. Jahrhunderts auch bezogen. Und die Art, wie du daran gegangen bist, hat immer mit Menschen zu tun. Also mit Freunden, die dich prägen, mit denen du sprichst, wo du auch versuchst zu lernen oder das Sehen zu lernen, das genaue Hinsehen. Und ich wollte dich mal fragen, wie würdest du einordnen deine Praxis, die du, also dein Kunstverständnis ganz stark aus der Praxis, aus dem der Feldforschung nennt man das ja in der Ethnologie, also im Vorort sein, mit Menschen sprechen, wie ordnet sich das für dich ein in den Kontext der Lehre 60er, 70er Jahre? Vielleicht hast du auch prägende Figuren da gehabt, aber auch vielleicht in der Abgrenzung dazu. Wie würdest du deine eigene Praxis da beschreiben und dein Vorgehen? Du hast auch mal gesagt, dass in den 60er, 70er Jahren eigentlich nirgends afrikanische Kunst oder außereuropäische, naturvölkische Kunst, würde man damals gesagt haben, gelehrt worden ist. Mhm. Das ist grundsätzlich so. Nachdem ich von Afrika zurückgekommen bin, 1960, bin ich nach München gegangen, weil dort der damals bedeutendste Afrika-Ethnologe Hermann Baumann unterrichtet hat. Ich habe ein Jahr bei ihm studiert und enorm viel auch dabei gelernt. In den 60er Jahren war die kulturhistorische Ethnologie die maßgebliche im deutschsprachigen Bereich. München, Afrika, Jensen, Frankfurt, Indonesien vielleicht, aber vor allem auch Wien, wie heißt er, Robert? Heinegeldern. Genau, danke. Und ich hatte dann aber das Gefühl, meine Emotionen sind ja schön und gut und meine Erfahrung von den Schnitzern ist auch schön und gut, aber ich müsste mich jetzt irgendwo noch richtig ausbilden lassen und bin deswegen nach Basel gegangen. Und das scheint mir jetzt, vielleicht, ich gebe Ihnen, ich habe mich bemüht, Ergologie und Technologie kennenzulernen. Das heißt also, wie werden Objekte hergestellt und wie sehen sie aus und welche Variationsbreiten gibt es? Und das muss man sich klar machen. Das ist zwar später erst geschrieben, in den 90er Jahren, aber gilt schon durchaus für die 60er Jahre. Das war im deutschsprachigen Gebiet absolut nicht anerkannt. Und dass die Beschäftigung mit Objekten aus Übersee galt nicht mehr viel. In Basel war das anders. Mein Lehrer Alfred Bühler, der hier auch erwähnt wird, der fand das einzige Objektiv, das sage ich Ihnen, gebe ich an das Zitat am Schluss dieses Gesprächs vielleicht noch, der sagte, die einzig objektiv bearbeitbaren Dinge, die wir aus anderen Kulturen haben, sind Objekte, sind Sammlungsgegenstände. Alles andere ist durch irgendeinen Intellekt gegangen und irgendwie verfälscht worden. Vielleicht sind Fotos aus dem Feld ein Ersatz für das Sammeln von Objekten. Das ist der Schlusssatz, den ich euch geben wollte. Aber was haben wir dort gelernt? Systematik der Erscheinungen von Gerätschaften. Und da muss man, das sind jetzt aus frühen Arbeiten von 1947 von Alfred Bühler, der aber damals schon für mich zum Beispiel
bedeutend war damit. Wie geht er um? Wie kann man die Vielfalt von Erscheinungen in Systematiken erfassen, klassifizieren, um sie auch kulturhistorisch vergleichen zu können? Das macht man sich normalerweise gar nicht klar, wie viele Möglichkeiten es zum Beispiel gibt, um Bogensehnen zu spannen auf dem Bogen. Oder wie viele verschiedene Hakenformen es an irgendwelchen Speeren in der Südsee geben kann. Wie die angeordnet sind, wie die aussehen können und wie man die alle eigentlich unterscheiden muss. Mir scheint doch ganz wichtig, wir haben in Basel damals von der Urgeschichte gelernt von Le Roi Gouron aus Paris. Das war auch Ende 50er Jahre, wurde in meiner Zeit in Basel sehr wichtig geworden, dass man unterscheiden musste damals zwischen Tendenz und Realisation. Die Tendenz ist sozusagen was man lösen wollte. Und die Realisation ist die Vielfalt dieser Erscheinungen. Mhm. Also ein Beispiel hier von Alfred Bühler, meinem Lehrer, wegen dem bin ich eben nach Basel damals gegangen. Wenn ich einen Stoff vielfarbig färben möchte, dann muss ich bestimmte Stellen nicht färben wollen. Also ich reserviere diesen Platz, diese Stelle, damit der Farbton, das Färbemittel nicht drankommen kann. Und da gibt es nun diese Möglichkeiten. Ich kann es falten und wenn ich sie ganz stark zusammenpresse, in den Färbzuber werfe, dann gibt es bestimmtes Muster, das ist längs gestreift. Oder ich kann es mit dem Faden zusammenziehen, dann kriege ich dieses Muster. Oder ich kann es umwickeln, dann kriege ich dieses Muster. Beim Wickeln kann ich aber auch den obersten Teil wieder offen lassen. Ich kann Schablonen finden, dass ich den Stoff zwischen zwei Schablonen presse und dann ist es auch so. Oder ich kann durch Wachs oder durch Lehm und ich kann es ganz kompliziert auf der Kette oder auf dem Eintrag schon das Muster vorfärben. Und das würden wir zusammen als Reservemusterungen nennen. Das ist also eine Tendenz, wie man färben möchte. Die Frage ist nun, wenn an einer Stelle in der Welt dieses aufkommt, ist dann nicht auch die Möglichkeit gegeben, dass all die anderen Möglichkeiten, wenn man die Idee des Reservierens sozusagen begriffen hat, dann kann man all die anderen Möglichkeiten natürlich auch weiterentwickeln. Also es kann durchaus sein, dass sie in einer Stelle alle gleichen Mustermöglichkeiten haben, Japan zum Beispiel. Gell? Und dann die Ausprägungen wieder, die sind sehr viel vielseitiger, als man sich im Klaren macht, wenn man erstmal das Abbinden entwickelt hat, dann gibt es all diese Arten von Musterbildungen automatisch. Wenn man das so sieht, da muss man sich immer wieder sagen, es hat gar keinen Sinn, von einem spezifischen Ding nur vorzugehen, sondern man muss eigentlich das Prinzip, das dahinter liegt, immer erkennen. Und das erkennt man häufig nur, wenn man die Vielfalt der Realisationsmöglichkeiten erkennt. Ich habe gelernt, dass es einfach wesentlich ist, in einer Kultur nicht einen Löffel zu sammeln, sondern die Variationsbreite aller Löffel. Sozusagen in Europa würde man jetzt sagen, vom Barocklöffel bis zum Jugendstillöffel und darüber hinaus Sachlichkeit und was weiß ich. Dass man einfach sieht, aha, in Europa hat man diese Löffelformen und die Gabeln, die kommen dann auf und die haben diese Breite. Also das führte dazu, dass ich zum Beispiel hier diesen Aufsatz mal geschrieben habe, 1968, über diese Schmuckstücke, die ich bei den Damen gefunden habe. Und das Besondere daran, was mir zuerst aufgefallen ist, war, dass das Schmuckstück nicht auf der Brust lag, sondern im Nacken. Und zum Beispiel hat mir Merkel, als ich fragte, warum ist das, dann sagte diese Frau, oh, eine vornehme Frau erkennt man von vorne jederzeit, aber wenn sie einem den Rücken zugeht, muss man es lernen. Und hat dann gemeint, also deswegen muss dieses wertvollste Schmuckstück im Rücken sein. Warum ich Ihnen das Beispiel jetzt bringe, ist, Sie sahen
dass diese Ketten, diese Anhänger sehr unterschiedlich geformt sein können. Und wenn ich die alle, die ich mal dann damals zusammengestellt habe, es sind über 30, dann sieht man, es gibt welche, die haben drei Leopardenzähne aus Metall, aus Messing gegossen, oder dass die Leopardenzähne sind dann plötzlich zu Flechtmustern gemacht worden, sind zusammengefasst worden, wie man da sieht, und dann ergibt sich ein anderes Motiv heraus. Und am Schluss haben wir viereckige oder rechteckige Blättchen, und diese Nackenschmuckstücke finden wir zum Beispiel auch auf ägyptischer Plastik im Mittleren Reich, wo es als Gegengewichte, damit die Kette sehr schön über den Schultern liegt, angesehen worden ist. Aber wir finden sie zum Beispiel auch im Kameruner Grasland noch in dieser Form. Vorne kein Schmuckstück, nur hinten. Nun, das sind dann solche Dinge, dass man einzelne Gegenstände versucht zu verstehen, wie sie in der Kultur eine Rolle spielen, aber als Motiv auch versucht zu verfolgen, wie könnten dasselbe in anderen Kulturen erscheinen, und sind sie aus der lokalen Tradition herausgewachsen oder sind sie effektiv durch Stimulus oder durch andere Arten der Übertragung geschehen. Darf ich da gleich fragen etwas? Und zwar ist ja interessant, hier sind ja lauter Zeichnungen. Welche Rolle da die Fotografie hat? Denn in ethnologischen Museen, wenn man so in die Archive geht, dann ist gerade bei materieller Kultur das Zeichnen ja auch eine Art zu verstehen. Wie hat das funktioniert? Ich habe die nicht selbst gezeichnet. Aber welche Rolle war dann in deiner Forschung die Fotografie? War das auch ein, um Prozesse abzubilden, oder war das ein zweites dokumentarisches Instrument? Oder? Ich kann nicht zeichnen. Ich glaube, das ist einer der großen... ich muss gestehen, ich habe Urgeschichte in Basel studiert und ich musste mal Fibeln zeichnen. Und ich habe so viel lang an einer Fibel gehabt, dass ich am Schluss sie alle fotografiert habe und in meine Seminararbeit eingeklebt habe, was absolut nicht gutiert worden ist vom Professor damals. Das geht nicht für einen Urgeschichtler. Aber ich finde, für einen Ethnologen genügt es, wenn er genau hingucken kann und auch nur fotografiert. Ja, ich wollte dich aber nicht unterbrechen. Genau, wolltest du vielleicht noch was sagen, oder? Ja. Also die Rolle der Fotografie ist, finde ich, eben so spannend, weil es ja, das merkt man ja oben, dass dieses nahe dran sein und diese vor Ort sein, dass da das Foto, die Kamera, die du ja auch von deinem Vater mitbekommen hast, der dich auch ganz früh da rangeführt hat, dass das eben eine große Rolle spielt. Kannst du da genau... Das ist aus dem Aufsatz von Alfred Bühler von 1947, das ist sehr früh gesehen. Da schreibt er in einer Fußnote, allerdings nur in einer Fußnote: Neben ethnografischen Objekten stellen eigentlich nur noch gute Bilddokumente einwandfreie, objektive Materialien zur Erforschung einer fremden Kultur dar. Das würde man heute auch nicht mehr sehen, denn wir sind durchaus gewitzt und wissen, dass man auch mit fotografischen Dokumenten Auswahlen trifft, dass man sehr subjektiv vorgeht, dass man sie ins rechte Licht richtet und dergleichen. Aber in meiner Ausbildungszeit war man noch überzeugt davon, man könne objektiv eine fremde Kultur beschreiben oder bearbeiten, dokumentieren. Und ich glaube, die Diskussion, die heute auch über Sammlungen geht, ist verfahren, ist nicht korrekt. Das, was immer so über kolonialzeitliche Raubkunst nun gesprochen wird und immer wieder dasselbe Thema Benin, das ist eine völlige Verzerrung der Wirklichkeit. Die Sammlungen sind nicht angefertigt worden, weil wir uns bereichern wollten, sondern weil wir gesehen haben, in den 1960er Jahren, Vorkriegszeit aber auch schon, dass Kulturen nicht eine statische Sache sind, sondern eine geschichtliche Entwicklung immer durchlaufen haben, aber rasant in den letzten Jahrzehnten durchlaufen haben. Und was man damals Akkulturation nannte, nämlich dass eine, Anführungszeichen würde man heute setzen, damals hat man das nicht gesetzt, traditionelle Kultur sich so stark verändert, dass von dieser Tradition am Schluss fast nichts mehr greifbar ist,
hat man das Gefühl gehabt, man müsste diese Kultur dokumentieren durch Sammeln. Und vergessen Sie nicht, es hat in Afrika in den 60, oder auch in Indien in den 60er Jahren praktisch noch keine Museen gegeben oder Sammlungsstätten gegeben, wo nicht hochkulturelle Dinge in Indien auch gesammelt oder aufbewahrt worden sind. Und dementsprechend sind solche Sammlungen wie diejenige vom Basler Museum für Völkerkunde, Museum der Kulturen heute, eigentlich von absolut nicht aus Gier oder Besitzsucht, sondern aus Bewahrungswunsch gewesen. In derselben Zeit kommt ja die Idee auch, man müsste Samen sammeln von allen Nutzpflanzen, hat die in Grönland oder aufbewahrt. So hat man auch versucht, in Basel damals Textilien von der ganzen Welt aufzubewahren, um diese Menschheitsprodukte aufzubewahren. Gleichzeitig hat man große Summen von Märchenmotiven gesammelt und dergleichen. Das gehört zu der damaligen Zeit. Mhm. Und dieses Sammeln ist dann in den 60er Jahren, in meiner Zeit schon, als es dann Nationalstaaten gegeben hat, einfach abgeschwächt worden dadurch, dass wir eben fotografieren gelernt haben. Ich persönlich habe zum Beispiel strikt Kaufen und Fotografieren auseinandergehalten. Ich habe nie in einem Dorf, wenn ich irgendwelche alte Stühlchen oder was weiß ich fotografiert habe, gefragt, dürfte ich auch ein Stühlchen kaufen? Gibt es das zu kaufen? Oder absolut nicht mehr. Ich habe auf dem Trödelmarkt in der Hauptstadt oder so es durchaus auch gekauft in der Zeit, aber nicht in den Dörfern. Aber ich habe selbstverständlich Handwerkern die Dinge, die sie produziert haben und ich dokumentieren wollte, abgekauft. Vorher schon den Preis ausgemacht. Mhm. Und diese Sache manchmal auch mehrfach gekauft, damit ich Basler Völkerkundemuseum was schenken konnte und was behalten konnte zu Hause. Gab es denn bei den, was dein Kunstverständnis angeht, gab es Sachen, wo du gesagt hast, das ist etwas, wo ich vielleicht keinen Bezug mehr dazu habe, was ich so, durch, du hattest ja die Akkulturation genannt oder eine Entwicklung, wo ein Künstler, sagen wir mal, er hätte eine Maske so anders geschnitzt, als du sie gesehen hättest und auch dem, das, was du vielleicht in deiner ersten Zeit als interessant gesehen hättest, wo du sagst, damit kann ich nichts mehr anfangen. Gab es das oder hast du eigentlich, Gute Frage. Mhm. Ja, das gab es. Ich würde das heute nicht mehr so machen. Mhm. Aber ich habe sehr viel, ohne darüber das zu reflektieren, sehr viel mehr ausgewählt. Mhm. Ich habe einfach Dinge nicht zur Kenntnis genommen, wenn sie mir zu akkulturiert erschienen. Mhm. Das ist ganz eindeutig der Fall. Mhm. Fand ich dann häufig kitsch oder fand ich nicht gut gemacht oder fand ich nicht mehr der Tradition entsprechend. Da war ich eindeutig nicht objektiv genug. Das würde ich heute doch bedauern. Aber und hat das dann auch einen Einfluss auf die Art, wenn ich jetzt an die Fotos denke, die sind ja extrem, wie du sagst, man rahmt ja mit dem Objektiv. Man setzt es auch in Szene um, bestimmte ästhetische Qualitäten, die du eben gesehen hast, in den Objekten besonders hervorzubringen. Und das ist ja interessant, weil die Frage ist, was ist dann eine Dokumentation? Wie weit beeinflusse ich das Bild, was dann in Erinnerung bleibt als Dokument durch die Kamera? Und gab es jetzt eben da auch Sachen, wo du, wenn du ein Foto, die Frage letztlich der Inszenierung dieses Fotos, gab es Sachen, die du dann vielleicht rausgenommen hast im Foto, um ein bestimmtes Objekt so zu zeigen? Oder hast du es so aufgenommen, wie es eben vor Ort war? Es hätte ja sein können, dass was anderes dazwischen. Upsa. Ja, ich wollte euch eigentlich nur ein Muster schnell geben. Ja. Genau. Schauen wir mal das Foto an. Aufgenommen 1969 im Haus eines Bhagats, eines Priesters, der uns vorher auf einer Reise begleitet hatte, der ein großer Bildhauer gewesen ist, der diese Nudelpresse selbst geschnitzt hatte. Und der wusste, dass ich mich für alte Objekte in seinem Haus interessiere, hat sie hervorgenommen, die Frauen haben sie geputzt. Mhm. Und dann habe ich halt gesagt, ja, und wie verwendet man die? Und dann hat er gesagt, oh, ich lade euch alle zum Abendessen heute Abend ein, machen wir das. Und das war natürlich für mich ein
gefundenes Fressen im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann wurde sie verwendet, die älteste Tochter des Baggerts hat den Teig gemacht und zwei andere Frauen vom Baggert haben dann die Nudelpresse verwendet und haben sie, wie sich gehört, mit dem Silberschmuck der Familie geschmückt, wie Sie da sehen. Im Hintergrund die Frauen haben dazu sehr schön Lieder gesungen. Absolut nichts für mich, ich bin völlig untergegangen. Man hat sich gefreut, dass endlich mal wieder Nudeln gemacht werden. Diese Nudelpresse ist ein Prestigeobjekt. In dem ganzen Dorf hat es noch eine andere Nudelpresse gegeben. Das waren aber alle Nudelpressen, die ich hatte. Und ich wusste gar nicht in dem Moment, ich wusste, dass es so Nudelpressen manchmal gibt. Wir kennen die aus verschiedenen Gegenden in Indien. Und ich habe deswegen auch, nun können Sie fragen, habe ich das inszeniert? Nein, ich habe einfach danach gefragt. Habe ich mir den Platz gesucht an der Stelle, damit ich es gut fotografieren kann? Selbstverständlich habe ich das. Habe ich mich runtergebückt, damit ich eher auf der gleichen Ebene bin mit dem Gerät? Selbstverständlich habe ich das. Nicht von oben einfach stehend ein bisschen fotografiert, sondern ich habe das sehr ernst genommen und mich auf sehr nieder und hingebückt. Ich habe gleichzeitig versucht, noch Sachen aufzuschreiben. Wir haben vorher, wir waren zu Swan, mein Freund Hakubai war ja auch noch dabei. Ist das jetzt inszeniert, ist das nicht inszeniert? Ich glaube, so kann man nicht so streng auseinanderhalten. Ich habe dann natürlich, als ich dieses Bild gemacht habe, nach weiteren Nudelpressen gesucht und auch solche auf dem Trödelmarkt in Ahmedabad gefunden. Sie sehen das Prinzip, man presst also einfach von oben drauf, da unten drin ist so ein Sieb, aus dem die Nudeln nachher rauskommen. Und man findet sogar auf den Märkten nachher als Kinderspielzeug solche Kleinnudelpressen, damit die Mädchen lernen, sozusagen damit im Sandkasten zu spielen. Und Sie finden natürlich auch aus den 20er Jahren wahrscheinlich oder Jahrhundertwende, was auch immer, sehr schön in Messing gegossene Nudelpressen, die sehr viel effizienter sind im urbanen Bereich. Also da sehen Sie, wie dann der Geist geht. Ich habe vorher nie an Nudelpressen gedacht, bevor ich die so schön geschmückt gesehen habe. Warte, wir gucken ein bisschen auf die Uhr. Es ist jetzt so spannend, dann so viel Material gegeben. Sollen wir auch mal eben ins Publikum gehen? Noch weitermachen? Keine Rückgabe. Ja, wenn es Fragen gibt, sonst fange. Vielleicht, wir haben uns vorher eben über die Frage der Inszenierung. Yeah. Wie geht es vor? Es gibt manchmal Projekte, also vielleicht vorauszusagen, ideal ist, dass etwas sich ereignet und Sie als Teilnehmer dabei sein dürfen, ohne groß aufzufallen. Und in der Regel, muss ich dazu sagen, ist wichtig dabei immer gewesen, dass man sich anständig nicht nur benimmt, sondern auch im Finanziellen großzügig ist. Es geht nicht darum, etwas zu bezahlen, aber doch nicht nur sozusagen als Schmarotzer da mitzuessen, mitzutrinken und nachher hat man seine Fotos auch noch gemacht. Nein, das verlangt schon mehr Einsatz. Für mich einige der vielleicht schönsten, auch fotografisch interessantesten Dinge war, mit indischen Freunden und Freundinnen zu reisen und dabei etwas erleben, teilnehmen zu dürfen. Eine der schönsten Sachen war, als Barbara und ich Sanjukta Panigrahi, Malvika Sarukhai, die berühmte Tänzerin, begleiten durften und mal einfach mit ihr 3 Tage lang Tempel besuchen, wo sie verehrt hat, die Gottheiten, die Kultbilder. Und wir einfach das mal erleben durften. Oder mit einem Maler Manish Soni mal Wandbilder zu betrachten in Tempeln, die ihm auch etwas bedeutet haben und wo er vielleicht auch teilweise wusste, welche Familien sie gemalt haben. Also dieses Teilhaben in Begleitung von indischen Freunden, Freundinnen, ist etwas ganz Wesentliches im Leben gewesen. Ja, Inszenierungen. Ich gebe Ihnen doch schnell hier ein Beispiel. Wir haben einmal, Barbara und ich, ein Kinderbuch produziert,
auf Gujarati und Englisch über einen Maler, Gopal, dessen Bilder uns fasziniert haben. Das ist ein Straßenmusikant gewesen, der dann ein Stift mal von meinem Freund Hakuba in die Hand bekommen hat. Und wir haben ihm gesagt, zeichne doch mal dein Leben, 16 Bilder. Wir haben das vielleicht noch ein bisschen strukturiert. Und dann hat er das gemalt. Ja. Da sehen Sie den Straßenmusiker, das hat er gemalt gehabt. Und dann haben wir das inszeniert, wie Sie sehen. Da steht oben Barbara und ihre Mutter, ihre Großmutter und ich und wir fotografieren. Wir haben uns also auch mit inszeniert. Mhm. Nur als ein Beispiel, solche Projekte gibt es. Natürlich gibt es auch manchmal Projekte, wo man sagt, wie war das früher? Das hast du mich im Vorgang gesprochen. Oder wie macht man das oder jenes? Und das wird dann für einen produziert. Also in meinem dicken Buch da über Stammeskulturen in Süd-Gujarat, da gibt es zwei Beispiele drin, die ganz deutlich auch betont gesagt wird, das ist für uns angefertigt. Das ist von mir beauftragt worden. Das eine ist Vetrafigur, Herstellung und Installation. Da hat er dann gefragt, für wen machen wir jetzt die Vetra-Figur? Und dann habe ich gesagt, einfach für Ahmedabad, für das Museum. Und dann war das auch wieder, dann war das einfach die Vetra für das Ahmedabader Museum. Aber das ist eine künstliche Situation gewesen. Während wir andere Sachen erlebt haben, da sind wir dazu eingeladen worden, weil eine Person krank und von der Krankheit geheilt werden sollte und da die Figuren angefertigt wurden, die nachher ausgesetzt worden sind. Da waren wir teilnehmende Beobachter. Das andere war inszeniert. Das gibt's alles. Das ist ein viel breiteres Spektrum vielleicht, als man so denkt. Und es ist ja in der Ethnologie, eigentlich was ihr schon vorweggenommen hattet, so ein Bild zu sagen, sich wieder ins Bild reinzuschreiben, zu sagen, ich war hier und das ist die Situation, das ist eigentlich etwas sehr, sehr Zeitgenössisches, dass man eben ja, die ganze Situation darstellt. Ja, Eberhard, das war unglaublich spannend. Vielen herzlichen Dank. Wie gesagt, wenn noch Fragen sind, weil wir jetzt 3 Uhr haben, aber es ist eine Fülle jetzt von spannenden Einsichten. Ich öffne gerne noch mal für 2, 3 Fragen an Eberhard.